Oh, Eagle Squad, was geht's? Willkommen zu A Way Out mit Dorians Ausbruch. Mr. Wanwa LP. Hallo. Bei mir werdet ihr das Projekt so schnell wie möglich verfolgen können. Bei Wanwa in 3 Jahren. Ja, und ich würde mal sagen. Release von A Way Out 2. Genau. Ich würde sagen, übrigens neues Spiel, nicht fortsetzen. Genau, neues Spiel. Wir haben vorhin schon mal kurz, sind wir ins Spiel reingegangen, weil es ein paar Probleme gab, aber auf die können wir später nochmal eingehen, denn jetzt kommt Cutscene. Was ist dein Plan nach diesem? Ich weiß nicht. Ich habe nicht wirklich darüber gedacht. Hast du nicht darüber gedacht? Das muss ein erstes für dich, Mr. Overthinker. Es gibt eine Unterschied zwischen Overthinking Dinge und being smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? Your words, not mine. Hey, I might not be smart in your book, but I do get shit done. Can't argue with that. Okay, das war schon mal sehr informativ. Aha, also das Einleitungsgespräch war ziemlich beschissen. Okay, erstmal. Wer sind wir? Betrug, Unterschlagung, Mord. Und wichtig ist die Frage eher, wer ist Dorian und wer ist Imp von den beiden? Ich würde sagen, also der mit der linke ist Imp wegen dem Bart. Ja, und der rechte ist Dorian wegen der 10 Kilometer Nase. Betrug, Unterschlagung, Mord. Nach Abschluss seines Finanzstudiums und der Heirat mit seiner Highschool-Liebe trat Vincent einen Job im Bankensektor an. Sein Leben geriet aus den Fugen, als er durch die Aussicht auf schnelles Geld in die Welt des organisierten Verbrechens hineingezogen wurde. Leo Caruso, bewaffneter Raubüberfall, Körperverletzung, schwerer Diebstahl. 8 Jahre Haft. Guck mal, der Linke hat mehr so Finanzzeugs gemacht und der Rechte eher so mittendrauf. Leo der hat aber auch einen Mord gehabt. Ja, komm, das ist nicht so schlimm. Okay. Man schlug schon früh in eine Kriminallaufbahn ein, als er einen runden Diamanten stehlen wollte, lief alles fürchterlich schief. Jetzt muss er aus dem Gefängnis entkommen und die Dinge für seinen Sohn, seine Frau und sich selbst gerade biegen. Okay. Ja, dann bist du Imp, ich Dorian. Okay, alles klar. Gut. Bereit. Wir werden das Ganze so machen wie bei Dead Space, dass wir am Stück aufnehmen. Und dann in Folgen cutten werden. Mhm. Das heißt, ihr werdet zwischendurch keine neue Begrüßung hören. Ja. Mann, warum wird mir von Origin die ganze Zeit angezeigt, was am Spielen ist? Ich hoffe, das sieht man nicht in der Aufnahme. So, Cutscene. Cutscene heißt immer Fresse halten. Merkt euch das, Leute. Auch wenn nicht wirklich viel passiert gerade. Weißt okay. Du? Ja? Hast du ihren GTA 5? Ach, stimmt schon. Also, Cutscene, wo geredet wird, heißt Fresse halten. Shit. Gustav Greffberg. Ich höre, dass du ein Apfel am Essen bist. Oh. In der Aufnahme. Granny Smith. Typischer Drachenlord. Nur bei ihm wären es irgendwelche anderen ekelhaften Sachen. Ja. Sein Drachenlord-Sandwiches mit Schinken und Erdnussbutter und Burgersoße. Boah, wenn ich schon daran denke, muss ich wieder kotzen. Aber guck mein Video dazu auf meinem Kanal. Ich könnte prinzipiell auch eins machen, aber ich lasse es lieber. So. So, und jetzt gleich am Anfang. Ist das beschissen oder ist das gut, dass das ein Splitscreen ist? An sich finde ich es nicht schlecht so. Aber irgendwie auch ein bisschen komisch. Man muss auf jeden Fall nicht auf beiden Kanälen gucken, wenn man das Let's Play vom anderen sehen will.
Das stimmt, man hat beide Ansichten direkt. Aber deswegen aber, guckt lieber bei mir, weil da sind bessere Videos. Ja, aber erst in 3 Jahren. Qualität braucht seine Zeit. Ich finde, mich lenkt so dein rechtes Bild beim selber rumlaufen ein bisschen das ab. Ist richtig. Ah, da bist du, guck nach oben! Oh, hey! Ich weiß nicht, wohin ich gucken soll. Ich glaube, ich klebe mir in den Folgen irgendwie so ein DIN A4-Zettel auf die linke Hälfte vom Papier. Ich glaube auch beim nächsten Mal. Das stört mich schon so ein bisschen, obwohl es halt cool ist. Oh, hallo? Hey, are you okay? What do you want? Bleib stark. Stay strong. Ach so, man hat doch die Dialoge von dem anderen. I'm a pussy, huh? Mhm. Well, you're wrong if you do, because I fuck people up. I fuck them up real good. Okay. Ja, schon so ein Hurensohn, ne? Das ist so ein bisschen Rainer. Das ist so ein Rainer. Bei dir wird sich geprügelt. Alter, die schmeißen ihm die Brühen aus. Was mit dem? Muss ich jetzt mit dem hier reden? Ist das ein Rollenspiel? Weiß gar nicht. Wir wissen gar nicht, was das für ein Spiel ist. Wir haben es einfach gekauft. Ich finde, das bietet sich halt perfekt so an für ein Together Let's Play, weil das Spiel für 2 Leute basiert ist. Ja, stimmt. So wie damals Dead Space. Ja. Und seitdem haben wir nichts Gutes gefunden, außer We Were Here. Ja. Wovon noch kein Video auf meinem Kanal veröffentlicht wurde. Aber eigentlich müssten wir es so machen, dass man nur einen Dialog gleichzeitig hat. Ja. Das ist sonst echt verwirrend. Das ist auch anstrengend irgendwie. Ja. You're not on a vacation. This is a fucking prison. Look, dude, I don't want any trouble. Just leave me alone. Relax. Hier unterschreiben sie das. Okay. I'm not the tough type. No shit. Ja, du hast gerade den Juno-Vertrag unterschrieben. Ich merk schon. Zisch ab, sagt er mir. Was soll denn das? Warum läuft man so langsam? Ich will rennen. Ich hab kannst du mit immer Shift? Nee, kann ich nicht. Ich schon. Ich hab immer das Verlangen zu rennen. Ja, das ist auch echt so. Stanley Parable. Oh, ey, was soll denn das? Also Willy Nigga, meine ich natürlich. Ey, das ist nicht rassistisch. Schubst du mich? Ey. I'm telling you, best date ever. Ich muss sagen, dem Schwarzen haben die auch eine gute Stimme gegeben. Das ist ein richtiger, cooles Monkey in the Jungle-Stimme. Ich muss mich ausziehen. Oh. Guck bitte weg. Boah, ich kann mich gar nicht auf die Dialoge konzentrieren. Ich werde aber die Story nicht wissen. Alter, guck dir das Gesicht aus der Entfernung von dem Typen an. Richtiger Franzose. Alter, das ist Mossi. Das ist einfach Mossi! Hey Mossi, was geht? Junge. Shit. Ich glaube, ich hab das Thumbnail schon. Oh. Ich glaube, jetzt habe ich das Thumbnail. Scheiße, Alter, wie soll ich schon richtig aus den Folgen Thumbnails machen, wenn das so. Deine rechte Seite ist halt größer als meine linke! Das sage ich in der Hose auch immer. Okay. Oh, ich kann dabei reden. Also, ich hätte, glaube ich, jetzt noch 10 Stunden lang nach Spritz. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe seinen Pillermann gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Egal. Ob man das cutten muss? Nee. Ich glaube, in Spielen ist es momentan sogar von der Rechtslage erlaubt. Oh, bei mir ist auch ein Schwarzer. Oh mein Gott, ich hab seinen Schniepel gesehen. Ja, nicht zu übersehen. Scheiße. So, der Direktor. Oh, der redet jetzt. Mein Name ist Williams und das ist meine Prison. Any questions? Yeah. When are we allowed visitors in here? Ja. Ja, red doch! Gut. Der kriegt erstmal einen Brühlnei geschmissen. Good. Welcome to your new home. We're done here. You heard him, man. Move out. We don't have all day. Go, 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 go. Warum müssen die eigentlich nackt durch den Gang laufen? Ja, jetzt guck doch mal, ob du den Schwarzen
Donges siehst. Ja, ich kann mich nicht schneller bewegen, obwohl es der ist hinter mir. Ja, da! Bei dem auch? Bei dem will ich den nicht sehen. Scheiße, Mann. Wo muss ich hin? Die Treppe? Okay. Ich komm schon. Weißt du, jetzt muss ich nackt mit meinem Gehänge Treppen laufen. Oh! Ah! Oh! Ich schmeiß dir die Brühe raus, ey! Komm zu mir! Okay. Ich will hier durch. Oh, meine Zelle. Das ist aber nett. Sieht besser aus als damals ASB. Das ist mein Aufnahmestudio jetzt. So, dann zieh ich mich mal um. Bitte weggucken. Weißt du, der guckt noch so auf seinen Schniepel. Aber ich will in den Zwischensequenzen gar nichts machen. Weil... Ja, ich glaube aber, die sind extra so abgestimmt, dass wir... Dass nichts so passiert während bei dir, während ich meine habe, so. Weiß oh, ich nicht. Kann ich pinkeln? Nein, du kannst nur gut. Die Scheiße runterspülen. Kann ich nicht mal, ist kaputt. Oh. Wie am ASB. Alter, wer ist das denn? Das ist Emils String. Oh. What's up with you? Meditation, man. What the hell is that? Eine Rolle Klopapier, die benutzt ist. Ich befreit nur eines. The only thing that will set me free is walking out the front door. It'll free your mind. Alter, die Dialoge sind echt sehr weit weg vom Gutsein. Du musst wahrscheinlich meine Zelle finden. Hey Leo, so looks like you got yourself a new neighbor. Oh. Oh. Who is it? Sind wir Nachbarn? Some white guy. Scheint so. Oh, ich kann rausgucken. Ja, da bist du. Ja. Hallo? Ich bin hier, komm doch. Schon in die richtige Richtung gehen. Der sieht aus wie so ein richtiger jüdischer Italiener. Das ist echt ein Jude. Der Hammer. Typ. Fehlt nur die Mütze. Der hat diese jüdische Nase. Der hat einfach die jüdische Nase, aber das italienische Aussehen. Ja, gibt italienische Juden. Ja, ist nicht gut. Alter, diese Nase, Mann. Oh, ich glaube, jetzt haben wir 50-50. Ja. Okay. Interessante Punkte in der Nähe finden. Rechte Maustaste. Ich glaube, das... Da ja, oben, wir sehen uns gegenseitig. Da ist ein Polizist da oben, oder? Nein. Ah, nee, das bist du. Ja. Okay, hallo. Wink doch. Ich kann nicht mehr springen. Ich hasse Spiele, wo ich nicht springen kann. Komm, wer ist das? Oh, denn? Ich kann den Schritt mit einem... Gut, dass du auch mit einem gleichzeitig redest. Warte, ich antworte nicht. Oh, warum hält er seine Faust so? Weißt du, aber das ist doch Mario, oder? Ich merk schon, so. Was macht der? Hast du das gesehen, der Typ oben links? Ja. Alter, was ist denn los mit denen? Ich glaube, wir sind an der Gruppe von Posern angekommen. Ey, scheiße. Ja, das sind die alles, die Kampfsport machen. Das ist der Muay Thai Club. Okay. Na komm, ich bin mal friedlich. Ich bin ja Jude. Ich kann trainieren in der... Oh, Hombre! Ich finde, wir machen das Let's Play jetzt in Spanisch, ne? So. Achso, ich muss so machen. Ich kann einfach trainieren. Mi muchachos, gere, tienes. Die Frage ist, muchadela. Bringt mir das was? Will ich. Das hier? Okay, ich mach mal bis 10. Man hört mich die ganze Zeit jetzt tippen. Komm schon, 10! Why should I light your cigarette, you cheap bastard? I could... Look,
Aber ich bin so jüdisch, ich gebe niemandem mein Feuerzeug. Ah, doch, mache ich. Oh, look at that. My lighter doesn't work all of a sudden. Okay. Good luck. Whatever, man. Oh, dann rede ich jetzt mal in der Zeit mit dem, während du dich umkickst, Alter. Umguckst. Alter, was hat der da? Du keine Frisur. Ich hab auch gedacht, das wäre eine Frisur. Was sagt die Stimme, Bruder? What's the voice say? I can't really make it out. Die Frage ist, bringt uns das irgendwas, mit denen zu reden? Story und mehr Folgen. Das schon, ja. Was mit dir? Man kann jetzt mit ihm reden. Are you serious? You're in a prison and you're enjoying the sun. It's the little things, man. Yeah, you're probably right. Let's just hope you don't get skin cancer. Hey, come on. I'm just kidding. Enjoy. Andersrum wäre lustig gewesen. Seriously, good luck with that cancer. Okay. Gut. Ich mag den. Sure. What's up? You don't happen to know how to get a weapon. Was los, Paco? Ach, der. Weißt du, wie man eine Waffe bekommt? Das ist natürlich die erste Frage darauf, wie lange sitzt du schon ein? Sorry, I don't. Sure? Man's gotta have protection, you know? From who? Dude, you're asking way too many questions now. Well, stop asking weapons then. Gut. Reicht doch. Ah, du kannst auch trainieren. Ja. Wie viele soll ich machen? Ich hab 10 eben gemacht. Das ist gut für die Aufnahme, ne? Ja, vor allem wenn ich dich tippen höre. Gibt's hier irgendwelchen Ärger? Oh! You don't have to yell, man. I'm not deaf. Gut. How many has this guy done? 10, but his record's 19. That's it? It's way tougher than it looks, man. Why don't you give it a try, smartass? Alter, mach das. Vielleicht. Oh, ich schaff locker 20. Gibt es irgendwas? Yeah, sure. I'd love to see that. I'm sure you would. Aber bitte diesmal nicht so laut. Ich glaube, ich muss mein Mikrofon dafür muten. Don't worry about him. Just do your 20. All right. Don't say I didn't warn you though. Komm, ich mach jetzt die 20. Dann rede ich jetzt mit El Negro in der Zeit. What's the matter? You guys seem upset. Of course we are. They took the damn ball again. Alter, die haben den Basketball geklaut. Who else? Frag ihn, ob man ihn wiederbekommt. We got a new fish here. Yeah, we do. Have you tried? Alter, sieht schon anstrengend bei dir drüben aus gerade. A couple of weeks when you really understand how the guards run this place. So, hier haben wir noch einen. Hey, new fish. Anybody get you yet? What? Ey! Oh, lol, der hält sein Ding, sein Hosenstall. Wie heißt es? Hosensection. Geil, Alter. Wie bei Prison Break. Oh, komm schon. Das schaffst du doch, oder? Okay, relax. Wenn ich den Balken sehe, kann ich richtig die Schmerzen in deiner Hand fühlen. Ich sag nix. Ich sag nix. Scheiße. Oh, noch mehr Schwarze. Darf ich zu euch in eure Gruppe? Schluss mit dieser Einstellung, Jungs. Wir sind alle innerlich schwarz. We got a problem here. I'm not interested in one. Just making myself clear. Whatever, man. Just get out of here. Okay, ich darf nicht zu den Schwarzen dazu. So, dann gehen wir mal hier hin. What do you want, new fish? Was ist hier los? What's going on here? It's none of your business. Now get out of here. Tough guy, huh? Are you looking for trouble? No. But I'll let you know when I am. Alter, komm, du schaffst es, wann war. Okay, aber. Ah, hier ist noch einer. So,
First day at school? Du versagst, ich seh's. Echt anstrengend. Aber wenigstens bleibt er in der Luft hängen. Ein Arm. Scheiße. Egal, ich bin ja noch beim 19. Ich mach jetzt mal noch den 20. mit der linken Hand. Red du weiter. Ja, ich glaube, ich hab schon alle. Da hinten in der Ecke noch was? Oh ja, das geht ja easy. Komm. Oh yeah. I told you. Didn't even break a sweat. Good luck.